Und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar diesmal Bettina Stock. Sie ist Rechtsanwältin, Mediatorin und Beziehungscoach. Mit jahrelanger Erfahrung im Familienrecht und großer Leidenschaft dafür, Familien bei der Bewältigung herausfordernder Zeiten zu helfen, setzt sie sich für eine neue Scheidungskultur ein. Ohne Streit und Rosenkrieg, mit Wertschätzung und Respekt. Und ich habe Bettina über LinkedIn kennengelernt. Ich glaube, sie hatte mich angeschrieben, und dann haben wir uns mal so getroffen, einfach um uns mal auszutauschen. Und ich war sofort von ihrem ganzen Ansatz total begeistert, weil ich es so wichtig finde und weil es auch ein Thema ist, was wir hier im Podcast noch nie hatten, weil es tatsächlich nicht mein Thema ist, aber wirklich viele, viele Paare und Familien da draußen betrifft, nämlich das Thema Trennung und wie man das hinkriegt. Und Bettina, ich bin so froh, dass du da bist und uns heute mal erzählst, was dabei so wichtig ist und was du auch für einen neuen Ansatz bei diesem Thema verfolgst. Danke, liebe Susanne. Ich freue mich auch wirklich sehr und ich freue mich besonders auf das Gespräch mit dir. Und ja, ich hatte dich über LinkedIn kontaktiert, weil ich mich so über dein tolles Buch gefreut habe, was du gerade veröffentlicht hast, Die bewusste Mutter. Und ich habe es verschlungen und wirklich mit Freude gelesen. Und von daher, ich freue mich auf unser Gespräch. Bin sehr froh, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch recht. Ja, danke. Ganz im Herzen. Meine Eingangsfrage ist immer: Erzähl doch noch mal so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du so ganz genau? Ja, also du hast ja schon viel über mich erzählt. Ich bin Bettina, ich bin seit ungefähr 25 Jahren Scheidungsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht. Ich hatte wie alle eine kleine Berufspause, als das Kind kam und meine Mutter pflegebedürftig wurde. Und ja, habe über die Jahre meinen Weg gefunden von der klassischen Scheidungsanwältin hin zur Mediatorin, hin zum Trennungscoach, hin zu einem anderen Weg der Trennung und Scheidung, den ich persönlich für positiver, konstruktiver, werterhaltender halte. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie dieser Weg sich so gestaltet hat? Ich meine, Scheidungsanwältin, ich glaube, da steigt man einfach ein nach seinem Ja. Jurastudium vermutlich so und denkt dann, okay, damit bin ich jetzt irgendwie wahrscheinlich für alle Zeiten gut aufgestellt. Und dann hast du ja gemerkt, so ganz dein Weg ist es nicht, ne? Oder wie war das? Ja, es war anfangs sehr mein Weg. Ich war unheimlich gerne Scheidungsanwältin, bin es auch heute noch gerne, aber auf eine andere Art und Weise. Und es hat natürlich viel mit der eigenen Reise und dem Entwicklungsweg und persönlichem Wachstum, einer Werteverschiebung zu tun und auch, glaube ich, mit einer größeren Bewusstwerdung für das Thema Trennung und Scheidung. Und angefangen hatte ich ganz jung in der Steuerberatung und dachte, oh, ich werde noch Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Und habe dann aber innerhalb kürzester Zeit festgestellt, dass das gar nicht meins ist und ich das sehr trocken und langweilig finde. Und habe dann gedacht, wohin kann die Reise gehen? Und bin ins Familienrecht gefallen, bin da hingekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Und fand es schön, weil ich nah am Menschen war und immer noch nah am Menschen bin. Und jede Geschichte ist anders und es ist emotional und ich baue eine Nähe auf zu den Mandanten und Vertrauen. Ich konnte sie begleiten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das ist auch heute immer noch das, was meine Arbeit für mich wertvoll macht und ausmacht und meine intrinsische Motivation ist. Ich habe aber nach ein paar Jahren als Scheidungsanwältin gedacht, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das? Streiten vor Gericht, nachdem Menschen 20, 28 Jahre verheiratet waren, drei gemeinsame Kinder haben. Und warum ist dann eine kommunikative Lösung durch Streiten, durch Diskutieren, aber auch durch Verständigung nicht mehr möglich? Und ich habe für mich festgestellt, dass wenn die Ehepaare so miteinander sprechen würden, dass sie sich auch zuhören und verstehen und hören, was sagt der andere mir und sich nicht sofort angegriffen fühlen, sondern einfach nur mal zuhören und hinhören, dass 80% der Scheidungen vermeidbar sind. Habe ich letztens noch gelesen. Ich liebe ja diese Gottmänner, amerikanische Psychologen, die ganz viel Paarforschung, Streitkommunikationsforschung gemacht haben, John Paardynamiken. Gottman, ne, ist da Ja. und seine Frau. Julie und John, genau, die sind das. Und die haben geschrieben, dass genau diese Prozentzahl, 87% der
Scheidungen heterosexueller Paare vermeidbar wären. Die homosexuellen Paare sind ein bisschen besser als wir. Bei denen liegt die Quote knapp unter 80%. 87%, Vermeidbar. unglaublich, oder? Ja. Durch Kommunikationsmängel. Das Ja. war mein Auslöser, zu sagen, es muss andere Wege geben, um Scheidungen konstruktiver, um Trennungen konstruktiver zu gestalten, vielleicht auch, um sie zu vermeiden. Und daraufhin habe ich eine Mediatorenausbildung gemacht, die hatte ich 2012 schon beendet. Und das war für mich schon der erste wirklich sehr gewinnbringende Schritt in ein anderes Mandatsverhältnis, in eine andere Bearbeitung meiner Scheidungsmandate. Ich habe dann, ja, nach kleiner, 2013 kam mein Sohn, musste ich etwas Pause machen, habe dann aber meine Beziehungscoach-Ausbildung gemacht, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe und habe die bewusst gemacht, die Ausbildung, wie geht es eigentlich in der Beziehung, wie kann ich die halten, um, so absurd es sich anhört, um eine bessere Trennung und Scheidung umsetzen und begleiten zu können. Ich habe dann wirklich auch überlegt, werde ich Beziehungscoach und will ich die Beziehungen erhalten? Aber mein Steckenpferd sind nun mal Trennungen und Scheidungen. Das ist auch meine fachliche Expertise und ich glaube, es ist auch viel, viel wichtiger, für mich zumindest da anzusetzen, dass wir aus diesem Kleinkrieg, aus dem Schlagabtausch, aus diesem Denken von Gewinnen und Verlieren und ich muss siegen herauskommen, weil es dann wirklich nur Verlierer gibt. Und ich würde das gerne gerade in Familien vermeiden und den Menschen andere Wege aufzeigen und ein anderes Mindset mit an die Hand geben. Oh, so wichtig und so schön. Und ich finde es gut, dass du nicht jetzt auf, ne, wir erhalten die Beziehung. Im Zweifel kommt das ja vielleicht bei raus, da können wir ja gleich mal drauf gucken. Aber ne, erstmal an dem Punkt, weil viele Paare kommen ja an diesen Punkt und sagen, es geht nicht mehr, ne, es ist jetzt seit Jahren vielleicht irgendwie nicht mehr schön. Aber erzähl mal, was sind da so deine Erfahrungen? Warum trennen sich Paare denn überhaupt? Weil die persönliche Entwicklung gemeinsam nicht mehr möglich ist. Oh. Das ist der häufigste Trennungsgrund. Ganz oft ist es tatsächlich klassisch, die Frau fängt nach der Elternzeit wieder an oder hat das Bedürfnis, wieder ins Berufsleben zurückgehen zu wollen, möchte sich beruflich entwickeln. Das ist ja ein großer Teil persönlichen Wachstums, persönlicher Entwicklung. Und oft kann der Partner das nicht mitgehen. Diese Veränderung von 12 oder 14 Jahren festgelegter Rollenaufteilung und diese Rollenveränderung, diese neue Identität finden, diese Veränderungsprozesse bringen Unruhe rein. Und das kriegen die Partner oft nicht miteinander verarbeitet oder übereinander. Was passiert hier eigentlich gerade? Und was irritiert mich eigentlich so an dieser an diesem Veränderungsszenario? Das ist ganz oft ein Grund für Trennungen. Ein anderer Auslöser ist so dieses typische Empty Nest-Syndrom. Die Kinder sind groß, sind aus dem Haus und die Träume kommen wieder. Endlich habe ich wieder Zeit für mich. Endlich kann ich diesen Traum verwirklichen, das Haus auf Mallorca kaufen, die Welt umsegeln, meinen Yogakurs machen, was auch immer mein Traum ist. Und dann ist mein Traum auf einmal ein ganz anderer als der meines Mannes. Und oft sind diese Träume, diese Wünsche, das sind ja Lebenswünsche, so gegensätzlich und so unterschiedlich. Und wenn dann das kommunikative Defizit hinzukommt, ich verstehe den anderen nicht und nicht genügend Training, was anderes ist es nicht, da ist, um sich zu verständigen, um den anderen zu verstehen und vielleicht auch gemeinsam Träume zu finden oder die Träume doch noch zu kombinieren. Der eine will den Bauernhof, der andere will die Welt umsegeln, dass man sich verständigt und wieder auf den gemeinsamen Weg zurückfindet, dann führt der Weg auseinander und dann geht jeder seinen Weg weiter. Ich spreche jetzt nicht von den Beziehungen, die toxisch sind, wo Gewalt drin ist, wo einer sagt, ich möchte ein Kind, der andere nicht. Das sind andere Themen, die meine ich nicht. Das Die gibt es sind, auch, ne? ja. Und so, also bei meiner Wahrnehmung nach geraten Paare, das ist wahrscheinlich so das, was du mit dem ersten Punkt meintest, oft in so eine Krise, wenn, ne, nach der
ne, Kind ist da, ist so 2, 3 Jahre raus nach der ersten, also 2, 3 Jahre alt meine ich, und so die erste Babyphase ist irgendwie vorbei, es wird anstrengend, die Autonomiephase kommt und die Mutter ist irgendwie voll im Hassel halt drin. Und hat dann oft so den Eindruck, ja, mein Partner unterstützt mich nicht und sieht nicht und denkt nicht mit und so weiter und so fort. Und dass das oft zu so Krisen führt. Erlebst du das Auch. auch? Ja, absolut. Aber das ist die Wahrnehmung, genau, ganz, ganz oft. Also ganz typisches Thema Geld und tatsächlich Haushalt. Also Unterstützung, fehlende Wertschätzung, das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Aber das gilt für beide. Also gerade wenn die Kinder kommen, ist es bei den Männern ganz oft so, dass die sich so abgekoppelt fühlen. Ich will nicht sagen zurückgesetzt, weil das klingt nach verletzter Eitelkeit. Das ist es nicht. Es ist mehr, sondern diese, ich glaube, diese ganz enge symbiotische Bindung zwischen Mutter und Kind setzt den Vater deutlich an eine andere emotionale Stelle und das merkt er natürlich. Und da kommt oft diese Dynamik, die du beschrieben hast, in Gang. Und da mangelt es ganz, also ich will nicht immer so altklug sein. Aber ich habe festgestellt, das sind ja, ist ja Berufserfahrung und auch intensive Beschäftigung mit dem Thema über 25 Jahre, dass eine mangelnde Bewusstheit da ist. Und wenn man bewusst, das ist ja dein Thema und da müsstest du eigentlich jetzt einhaken und noch mit das vertiefen, damit bewusster umgeht, was dort eigentlich in dieser Familiendynamik passiert, dass ein ganz anderer Umgang und eine größere Positivität möglich ist. Aber da lasse ich jetzt das Wort, übergebe ich an dich, das kannst du viel besser formulieren. Das ist ja süß. Ja. Ja, also ne, ich habe tatsächlich genau diese Erfahrung eben selber auch gemacht. Ne? Ich bin mit meinem Mann, auch als meine Tochter so 3 Jahre alt war, genau an so einen Punkt gekommen, wo wir irgendwie auch, also bei uns war zum Glück immer so, wir wussten, wir lieben uns, aber es war trotzdem total anstrengend und Ja. schwierig. Und genau aus diesem Thema raus, so, ne? Das irgendwie Rollenmodelle, die wir noch im Kopf haben, so, ne? Ich glaube persönlich, das sind ganz alte Muster, ne? So, die Frau ist halt die, die eigentlich für die Kinder da ist und den Haushalt und so, und der Mann ist der Versorger, der irgendwie die Kohle ranschaffen soll, sage ich jetzt mal so. Und weil sich so viel verändert in den letzten Jahren, es ist ja noch nicht so alt, dass die Mutter, also dass es normal ist, dass die Mütter arbeiten gehen und ne, oft in Teilzeit und wie das alles kombiniert wird. Und ich finde es gerade so spannend, dass du auch so einen Schwerpunkt mal auf die Väter setzt, ne, die sich ja auch jetzt irgendwie verändern sollen und irgendwie plötzlich für Kinder da sein sollen und auch irgendwie ne, in Elternzeit gehen sollen und sowas. Also da an dem Punkt waren wir noch nicht mal damals. Das ist erst, glaube ich, so eine Entwicklung, die so in den letzten 10 Jahren vielleicht irgendwie passiert. Aber das sind ja ganz neue Rollenmodelle und da gibt es wenig Vorbilder dazu und dann ne, rasselt man da in so diese Falle rein, irgendwie, dass man hin und her gerissen ist zwischen seinen, ne, wenn du mich jetzt fragst, nach meiner Welt, in diesen alten Glaubenssätzen und Glaubensmustern und Prägungen verhaftet ist, eigentlich die Gesellschaft irgendwie was anderes erwartet und wir uns halt nicht mehr bewusst darüber sind, was wir eigentlich wirklich wollen und wie wir Ehe und Partnerschaft und Familie wirklich leben wollen. Und wenn das nicht bewusst gestaltet wird, was ja mein Ansatz immer ist, dann rasselt man da halt schnell in so eine Falle, wo es dann ne, keiner mehr so richtig weiß, worum geht es eigentlich wirklich und man streitet sich über das Einräumen der Spülmaschine und ne, irgendwie das Wäsche waschen und so und denkt so, irgendwie Ganz kann es wichtiges das ja Thema. nicht sein, dass wir, also ich weiß doch genau, dass ich damals mal zu meinem Mann gesagt habe, also ganz ehrlich, ne, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt an solchen Klischees irgendwie scheitern. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Also ganz wichtiges Thema. Und Susanne, bei uns war das auch genau diese Phase. Ich weiß nicht, unser Sohn war 3 oder 4 und mein Mann hatte die Möglichkeit, also für lang ersehnt und gewünscht, einen tollen Karrieresprung zu machen, was für uns aber bedeutete, dass wir 200 Kilometer entfernt leben. Und mein Mann hat zugegriffen und kam freudestrahlend nach Hause und sagte, ich habe diesen Vertrag unterschrieben. Und ich dachte, was? Ich habe mein Kind, ich habe eine Kanzlei, ich habe noch eine betreuungsbedürftige Mutter. Wie soll ich das? Also das hat bei uns zu einer riesengroßen Krise geführt, weil wir das, und er war glücklich. Und was ich erst später verstanden habe, welche Glaubenssätze, welche Prägungen, das ist das, was du sagtest,
Bei ihm dahinter stand wirklich dieses: Ich bin der Familienversorger, ich trage die Verantwortung für Frau, für Kind, für Haus. Er fühlte sich sehr in der Verantwortung. Was war auch seine Chance auf persönliches Wachstum, seine Wunscherfüllung? Und das war bei uns ein Jahr wirklich ein Prozess. Wir wussten, wir lieben uns, aber das war schwer. Also das war wirklich eine schwierige Zeit, da wieder zueinander zu finden und einander zu verstehen. Das war auch für mich schwierig, ihn zu verstehen. Aber als mir klar wurde, was dahinter steckt, nämlich dass er sich in der allein verantwortlichen Versorgerrolle sah, wurde es besser. Und diese neue Rollenfindung, also ich sah mich genauso in der Versorgerrolle und in der Verantwortung. Und diese neuen Rollen zu finden, ist, glaube ich, für uns Kinder Anfang der 70er Jahre noch schwieriger. Ich habe immer festgestellt, die 10 Jahre jünger sind, bei denen funktioniert das einfacher. Und die sind schon in einem anderen Flow und in einem anderen Tritt, als wir das noch sind. Aber wir hatten auch genau diese Schwierigkeiten. Und da ist es wieder, was ist der untere Teil des Eisbergs? Ne? Auch hier wieder wirklich bewusst machen, in die Glaubenssätze, in die Prägungen gehen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt hast du ja am Anfang auch gesagt, du bist jetzt nicht die Spezialistin dafür, Trennungen zu vermeiden. Aber weil wir jetzt gerade so drüber gesprochen haben, an der Stelle, wenn jetzt, ne, ich könnte mir vorstellen, da fühlen sich jetzt wahrscheinlich viele Mütter irgendwie angesprochen und sagen, ja, genau, da stecken wir auch gerade, ne? Was würdest du an der Stelle empfehlen? Wie kann man es vielleicht dann doch an der Stelle noch die Kurve kriegen? Du hast es geschafft, ich habe es geschafft. Was aus deiner Erfahrung ist da jetzt, wäre an der Stelle irgendwie richtig, um gar nicht erst in die Trennung zu kommen, die wir dann gleich besprechen? Ich rate heute tatsächlich dazu, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Also, wir haben mittlerweile ein so tolles und umfassendes Coaching-Angebot. Und es geht ja noch nicht mal darum, tiefgreifende psychologische Probleme zu lösen. Ich glaube, oft ist ein therapeutischer Ansatz gar nicht notwendig, sondern ich mache jetzt Werbung bewusst für dich, ein Coaching bei dir buchen, um in die Bewusstheit zu kommen, um bewusst sich zu werden, was sind meine Bedürfnisse, die hier nicht erfüllt werden, was sind meine Wünsche, was sind meine Glaubenssätze, die mich hindern, über die ich mir auch nicht bewusst bin. Ich glaube, so dieses sich klar werden, sich selbst immer besser kennenlernen, sich selbst näher kommen, bei sich selbst bleiben, nicht beim anderen sein, sondern bei sich selbst, ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, um weiterzukommen, um wieder zueinander zu finden. Ja. Genau, also glaube ich, noch sich immer wieder auf sich zu besinnen, was brauche ich eigentlich gerade und immer bei mir anzufangen. Ne? Ich glaube, dass so ein ganz typisches Thema eben das so ist, dass man so, ne, ich habe gerade so einen Begriff dafür gelesen, Fingerpointing, so auf den anderen zu zeigen und der macht aber nicht und der tut aber nicht und ne, und kommt nicht und unterstützt nicht und sieht nicht und denkt nicht und ne. Aber das können wir nicht ändern. Männer sind die Männer, die sie sind, die haben wir so geheiratet. Und ich glaube ja auch, ne, wenn wir an der Stelle nicht hinschauen und uns bewusst werden, was wir eigentlich wirklich brauchen, selbst wenn wir uns trennen und neuen Partner irgendwann finden, früher oder später kommen wir wieder an den gleichen Punkt, oder? Ja, man wiederholt die Fehler. Sie sind ja nicht gelöst. Genau. Also ich bin mir ja auch nicht bewusst darüber geworden, warum das aufgetaucht ist. Und ich würde mir auch immer die Frage stellen, warum stört mich das, dass er den Wäschekorb stehen lässt? Warum stört mich das, ja, Ja. dass er die Spülmaschine nicht ausräumt? Warum kann ich nicht sagen, würdest du bitte morgen früh die Spülmaschine ausräumen? Ich muss früh weg, was auch immer. Also ich muss mich ja auch fragen, warum stört es mich? Was ist das, was mich stört? Ja, und warum sage ich es nicht einfach? Das war so, Ja, das ja, war ja. tatsächlich, das beschreibe ich auch tatsächlich in meinem Buch, einer der Punkte, an dem wir dann die Kurve gekriegt haben, dass ich lernen durfte, das, was ich, ne, einfach brauche, ne, oder ne, was mir hilft im Haushalt oder was auch immer, meinem Mann, ohne dieses genörgelte Rumgejammer irgendwie einfach zu kommunizieren und zu sagen, genau wie du Ja. es gerade gesagt hast, ne, hey, morgen früh bin ich weg. Du bist dafür verantwortlich, irgendwie die Kinder in die Schule zu fahren, Kindergarten, whatever. Damals war es ja Kindergarten. Ne? Oder ne, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen? Das kann man ganz normal sagen und in der Regel, also mein Mann hat auch gesagt, sag's doch einfach. Ist doch Ja, super. Und klappt ich sag super. so, Nee, und stimmt, ich kann das einfach sagen. ja, völlig Ja. ohne Vorwurf, auch völlig wertungsfrei, sondern einfach nur eine Bitte äußern oder meinetwegen auch eine Handlungsanweisung, eine freundliche geben, aber das
Ich finde auch, das ist der einfachste und auch der effektivste Weg Genau. letztendlich. Und also Ja. bei meinem Mann, ich kann jetzt nur von ihm auf alle anderen schließen, aber hat er gesagt, ja, ist doch super. Ja, genau. Bitte einfach mitteilen, was du Ja, brauchst. meiner findet das, ist da auch immer sehr dankbar für. Ja, ich glaube, Ja, das genau. wirklich, ne? Genau. Gut. Ja. Aber wie gesagt, du hast dich ja darauf spezialisiert, jetzt dann doch die Paare zu unterstützen. Und wenn ich das richtig jetzt aus deinen Anfangsschilderungen verstanden habe, sind es halt die Paare, die wir gerade beschrieben haben, aber auch oft welche, die wirklich schon lange verheiratet sind, Kinder großgezogen haben und dann plötzlich nochmal an so einem Punkt stehen, irgendwie, um Gottes Willen, wie geht es jetzt noch weiter? Wenn also jetzt ein Paar zu dem Schluss kommt, es geht nicht mehr mit uns, wir haben uns so auseinandergelebt, ne, wir stehen an völlig unterschiedlichen Punkten, was auch immer, wie kommen die dann zu dir und was nimmst du da wahr? Also meistens kommt immer erst nochmal einer und in der Regel buchen die bei mir dann so ein Erstgespräch. Und Und sind das mehr die Mütter oder die, also die Frauen oder die Männer? also tatsächlich, Beides, ich habe okay. keine Quote, beides tatsächlich. Es ist bei den Männern kommt, also die kommen meistens zur Erstberatung, zu diesem Erstgespräch und sagen, ja, ich habe mich von meiner Frau getrennt, ich brauche mal eine Beratung. Ich muss mal gucken, wo ich so stehe und was rechtlich und brauche mal den Überblick. Und ganz oft ist dann tatsächlich die Folge, dass die sagen, sind uns eigentlich gar nicht böse miteinander. Wir haben uns nur getrennt und wir müssen jetzt gucken, wie wir eine Lösung finden. Ich würde die gern mitbringen, meine Frau, oder wir würden gern mal zur Mediation kommen. Das heißt, so dieses Erstgespräch ist die kompetent? Ist die sympathisch? Kann ich mit der sprechen? Kann ich der vertrauen? Und dann kommt die Frau mit, dann führe ich Einzelgespräche mit beiden, führe erst mit beiden ein Gespräch, dann Einzelgespräche, dann erarbeiten wir die Themen, worum geht es? Es ist in der Regel Unterhalt und die Vermögensauseinandersetzung. Es kommt auf das Alter der Kinder an, wenn die erwachsen sind, ist natürlich Umgang kein Thema mehr. Ansonsten auch tatsächlich, wie können wir noch gute Eltern sein, trotz der Trennung? Sehr wichtiges Thema. Bei den Frauen ist es meistens so, dass die mich anrufen und sagen, Frau Stock, ich traue mich gar nicht, das ist so laut. Oder Bettina, je nachdem, manche duzen mich, manche siezen mich. Ich traue mich gar nicht, das so laut zu sagen, aber ich muss mich von meinem Mann trennen. Und ich stehe vor so einem großen Berg. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll und welche praktischen Schritte ich gehen soll. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich es ihm sagen soll. Und dann begleite ich die über mein Trennungscoaching durch die Trennung. Wir planen die Schritte. Wo steht sie finanziell? Wie ist es wertschätzend und friedlich möglich? Oft kommt dann auch, kann ich meinen Mann mal dazu holen? Ich möchte gern, dass er auch mit dir spricht. Können wir zusammen sprechen? Also da gehe ich aber immer ganz individuell auf das, da gibt es auch kein 0815-Programm. Also das geht immer von der Ist-Situation aus und was ist jetzt wichtig im Moment? Was ist der nächste Schritt? Brauche ich praktische Hilfestellung? Brauche ich einen Rechtsrat? Geht es um ein Bedürfnis finden, um was emotional oder einfach auch um Kommunikationstraining? So. Ja. Jetzt hast du ja wirklich lange Zeit Erfahrung in dieser Begleitung. Da wird sich ja vielleicht auch was über die Jahrzehnte geändert haben, so. Aber grundsätzlich, was für Themen treten denn so auf? Also ich habe jetzt im Kopf mehr so diese Frage, kommen die Paare, wenn sie schon, ich sag mal jetzt überspitzt, im Kampf oder Krieg miteinander sind, ne, zur Scheidung? Oder sind da viele, die eigentlich das irgendwie im Guten klären wollen und dann kippt es doch irgendwie? Was ist denn da so der Prozess, der so immer wieder dir begegnet? Da gibt es alles. Also früher sollte ich auch beauftragt werden, um der Racheengel zu sein. Da habe ich gesagt, nee, das bin ich nicht. Ja. Sind bei mir an der falschen Adresse. Also da sehe ich nicht meine Aufgabe drin. Es gibt auch die Scheidungen, die eigentlich recht friedlich beginnen und recht einvernehmlich beginnen und die eine Dynamik entwickeln, dass hinterher dieses Paar wirklich im Kleinkrieg, und ich meine das so, wie ich das sage, im Kleinkrieg, in verbitterten Streitigkeiten endet. Und das liegt meiner Erfahrung nach daran, wenn zwei Anwälte beauftragt werden
Und als klassischer Rechtsanwalt ist es ja meine Aufgabe und meine Pflicht, die Interessen meines Mandanten, also ganz subjektiv ganz fokussiert zu vertreten. Und es ist mein Ziel zu gewinnen. Es ist meine Aufgabe zu gewinnen. Aber die vom anderen Anwalt auch. Also, und dadurch entstehen dann, und wenn ich nur nach Gesetz- und Beweislastregeln argumentiere und nicht nach den Bedürfnissen dieses Paares, nicht nach deren Empfinden, nicht nach deren Schuhen, in denen die so viele Jahre gelaufen sind, entstehen Dynamiken eines hochkonfliktären Streits, der sich über 2, 3 Jahre, das ist tatsächlich, zieht, damit ein Ergebnis rauskommt, was schlechter ist als das erste außergerichtliche Angebot, was auch logisch ist, weil je mehr Verletzungen ich mir zufüge, umso mehr ich mich streite und umso unnachgiebiger werde ich natürlich. Und diese typischen Szenarien sind: Frau Stock, gucken Sie doch mal, was meine Frau hier oder mein Mann geschrieben hat. Ich bin fassungslos. Nee, das hat der Anwalt geschrieben. Und der muss das schreiben. Das hat überhaupt nichts mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, ihrem Ex, ja, ihrer Ex zu tun, sondern das ist das Unterhaltsrecht. Das ist der Zugewinnausgleich. Sie müssen das bitte entkoppeln. Das kann kein Mensch entkoppeln. Also das ist unmöglich. Oft sagen die Mandanten dann auch zu mir: Weißt du, ich erkenne meinen Mann nicht wieder. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Wir waren 28 Jahre zusammen. Es ist ein Fremder. Ich sage, natürlich, es ist ja auch nicht dein Mann. Es ist der Anwalt, der dahinter steht. Du kommunizierst im Moment mit dem Anwalt deines Mannes, den du nicht kennst. Sicherlich ist er dir fremd, weil halt ein Dritter handelt, weil andere Dynamiken da reinkommen. Und diese Eskalationen möchte ich nicht mehr. Und das möchte ich vermeiden. Also das finde ich für Familien, und dir brauche ich das nicht, reibungsloses Gespräch zu sagen, dir brauche ich das nicht sagen. Auch wenn du erwachsene Kinder hast, du hast Kinder, diese Bindung bleibt bestehen. Diese Bindung kannst du nicht trennen. Du bleibst dein Leben lang Eltern dieser Kinder, über diese Elternebene verbunden. Du wirst noch zusammen Großeltern. Ich finde auch, wenn man 28 Jahre zusammen war, waren ja nicht 28 Jahre schlecht. Also, und die dann im Hoffentlich. Streitkrieg zu beenden und damit auch meine schönen Zeiten, meine schönen Jahre, meine tollen Urlaube, meine Entscheidung für 2, 3 gemeinsame Kinder schlecht zu machen, das finde ich, also das hat doch keiner verdient, oder? Das ist doch auch keiner Ehe würdig. Ich finde es gerade, also ich habe zwischendurch gerade echt fast Tränen in die Augen bekommen, weil du was gesagt hast, was ich so unglaublich wichtig finde. Und also, ne, ich habe natürlich in meinem Umfeld auch schon Scheidungen mitbekommen. Und ich glaube, dieser Punkt, den du genannt hast, dieses, dass man das sich bewusst machen muss, dass die Post, die einen erreicht und die Forderungen, die einen da, ne, dann treffen oder, ne, wie auch immer man das nennt, dass das eben nicht der Mann ist, sondern dass das letztendlich, ne, irgendwelche Gesetze sind, die da umgesetzt werden. So, dieses, weil, wie du das genannt hast, das Entkoppeln. Ich glaube, dass das mit einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, das zu verstehen, oder? Dass man sich, ne, wenn man sich mit einem Anwalt einlässt, die Ebene des Miteinanders eben verlässt und, ne, auf eine andere Ebene, nicht höher, tiefer oder sonst was, sondern es ist einfach ein anderes Universum, mit dem man sich dann bewegt. Und das muss man sich einfach klar machen. Und verstehe ich das jetzt richtig, dass du eine Anwältin bist, die quasi beide miteinander so betreut, dass sie miteinander ins Gespräch kommen und sagen, wie kriegen wir es jetzt am besten hin? Also, weil, ne, dein Ansatz ist ja, eine neue Scheidungskultur zu etablieren. Ist das der Ansatz, den du verfolgst, dass es eben nicht, ne, zwei bezahlen Anwälte, die ja alle auch nur ihr Geld, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, ne, ihr Geld Alles verdienen gut. wollen, ihre Stunden abrechnen möchten und, ne, mehr Stunden, mehr Geld. Also, ne, da im Zweifelsfall profitieren die ja davon, wenn sich's 2 Jahre hinzieht. Ist das so dein neuer Ansatz zu sagen, hey, es geht eben viel smoother und für alle letztendlich auch gesünder, wenn es eine Person ist, die es für beide regelt? Also, als klassischer Rechtsanwalt darfst du ja immer nur einen vertreten und darfst nicht Ah, beide, weil du dann okay. sofort in die Interessenskollision kommst. Als Mediatorin spreche ich mit beiden und mein Ansatz ist tatsächlich,
gemeinsame Gespräche zu führen und eben nicht über Schriftsätze und du hast das richtig nochmal schön herausgearbeitet. Es ist in der Juristerei eine Familiensache. Es ist eine Sache. Und es geht nur ums Geld. Also es muss man mal klar auf den Punkt bringen. Es geht um die Berechnung des Unterhalts, es geht um die Berechnung des Zugewinnausgleichs, es geht um die Vermögensaufteilung, sprich um die Aufteilung des Geldes. Es geht um Fakten. Es geht, als Anwalt bist du nie auf der emotionalen Ebene unterwegs. Darfst du auch nicht, siehst die auch nicht. Aber natürlich sind die Mandanten gerade in Familiensachen nur auf der emotionalen Ebene unterwegs, weil das Leben gerade auseinanderbricht und sich grundlegend verändert. Mein Ansatz ist, ich möchte Dialoge fördern von den Paaren. Ich möchte die moderieren. Ich kann die natürlich auch in einem gewissen Maße steuern und deeskalieren. Aber meine Vision oder meine Mission und mein Wunsch und mein Ziel ist es, löst eure Konflikte, gerade wenn ihr so lange verheiratet war, in einem geleiteten, in einem moderierten, in einem begleiteten Gespräch miteinander. Denn nur dann findet ihr die Lösungen, die für euch stimmen, die für euch passen, die für euch richtig sind. Und diese Lösungen, die dir nicht von einem Gericht, von einem fremden Dritten, ja, entschieden nach Beweislastregeln, diese Lösungen, die die Paare selber finden, sind total nachhaltig, weil die stimmig sind, weil die richtig sind. Das führt aber auch dazu, dass die Paare dazu befähigt werden, wenn, weiß ich nicht, der Umgang ändert sich, ein Kind will vom Vater zur Mutter, von der Mutter zum Vater ziehen, ausziehen, was auch immer. Die sind danach in der Lage, nach einem erfolgreichen Mediationsverfahren das selber zu lösen, selber wieder in den Dialog zu gehen. Und nicht dafür wieder einen Anwalt beauftragen zu müssen, um diesen Konflikt fortzuführen, der ja weiterhin da ist, verhärtet ist, nicht gelöst wurde, sondern die Paare, die bei mir in der Medi oder grundsätzlich, denke ich, in einer Mediation waren, sind dazu in der Lage, wieder miteinander zu sprechen und ihre Themen lösen zu können oder noch einmal in die Nachberatung zu kommen. Aber das ist ein ganz anderer Aufhänger. Die sind auch ganz anders unterwegs tatsächlich. Lass uns mal da so ein bisschen reingehen, wie so ein Prozess aussieht, so ein Mediationsprozess. Weil ich könnte mir vorstellen, da kommen zwei, ne, lange oder auch vielleicht, ne, nehmen wir mal so meine Zielgruppe, irgendwie Kinder eigentlich noch klein, ne, sind an diesem Punkt irgendwie, keine Ahnung, haben sich auseinanderentwickelt, ne, im Chaos des Alltags ist die Liebe verloren gegangen, ist ja auch so ein typischer, irgendwie, ich kann das nicht mehr, ich will mich trennen, Grund. Und sie finden jetzt, also erstmal finden die immer beide zu dir? Oder was muss da erstmal passieren, wenn jetzt einer sagt, nee, ich will aber meinen eigenen Anwalt und das geht überhaupt gar nicht irgendwie so? Also wie kommt man dazu, dass man dann doch beide bei dir sitzen hat? Und wenn da schon die Fronten aus irgendwelchen Gründen so verhärtet sind und viel Streit und Konflikt da ist, wie löst du das auf? Also es kommen die Ich muss sagen, wenn einer sagt, ich will das nicht, dann ist das Mediation, also es basiert immer auf Freiwilligkeit. Es müssen Okay. beide wollen, es müssen beide ein Mediationsverfahren wollen und kommen und auch bereit sein, daran mitzuwirken. Das hat ganz viel auch mit Eigenverantwortung zu tun und die kriegen ja immer Hausaufgaben, sage ich von mir auf. Also das ist auch ein sehr aktiver Prozess. Aber das muss es ja auch sein, weil ja, meine Medianten, also sprich das Paar, den Prozess gestaltet. Ich begleite den ja nur. Es ist ja aber der Prozess des Paares. Ich hatte es eben ja schon mal kurz angerissen. In der Regel kommt erst ein Partner, um mal vorzutasten, um vorzufühlen. Die sagen dann aber ganz, also es ist so immer das Erstgespräch, die sagen dann aber ganz schnell, ich möchte meine Frau, meinen Mann mitbringen, dass die nochmal gemeinsam mit uns sprechen. Mein Partner, meine Partnerin weiß auch, dass ich heute hier bin. Ich habe das transparent gemacht. Das sind in der Regel aber die Paare, die leben noch zusammen in einem Haus. Also der eine lebt oben in einer abgeschlossenen Wohnung, der andere unten. Ich hatte letztens ein Paar, die leben auf einem Hof zusammen, sie mit den Kindern im Haus und er auf dem Grundstück im Tiny House und ist da sehr glücklich und es klappt hervorragend. Aber dennoch sind da natürlich Themen zu klären, wie ich habe so viel Eigenleistungen in die Immobilie eingebracht. Aber ich weiß, das ist das, also auf erbschaftsbedingt oft die Immobilie meiner Frau, meines Mannes,
So der Hof, der in der dritten Generation oder in der 15. schon vererbt wurde. Aber die sagen dann, ich möchte meiner Frau auch ermöglichen, mit den Kindern im Haus zu bleiben, aber wir haben trennungsbedingte Mehrkosten. Das Leben wird mit zwei Haushalten deutlich teurer, die verschlechterten Steuerklassen, die veränderten, du hast weniger Einkommen, aber zwei Haushalte zu finanzieren, deutlich höhere Kosten. Welchen Weg finden wir? Welche Arbeitsleistung ist in welchem Umfang möglich? Kann meine Frau aufstocken? Was bedeutet das für die Kinderbetreuung? Wie hoch ist ein Unterhaltsanspruch? Also alle diese Themen, ich sammle auch erstmal die Themen mit meinen Medianten, die benennen mir die Themen, die sie haben. Dann gucke ich in einer Anwaltsmediation oft, sie sind ja nicht ganz vogelfrei in ihrer Lösungsfindung und wir haben ja nicht so einen ganz großen Gestaltungsspielraum. Ich muss ja immer noch darauf achten, dass das alles in einem gesetzten rechtlichen Rahmen passiert. Denn in den allermeisten Fällen geht das Ehepaar zum Notar und die machen beim Notar eine Scheidungsfolgenvereinbarung und der Notar kann natürlich nur das in eine Urkunde gießen, einfach weil wir Formerfordernisse haben und notarielle Beurkundung sein muss, was rechtmäßig ist und was mit Recht und Gesetz übereinstimmt. Sodass ich immer da kleine Vorgaben machen muss, in welchem Rahmen können wir uns bewegen, welche Lösungsoptionen haben wir. Und dann werden die Themen sozusagen Unterhalt, Umgang, Vermögensauseinandersetzung, das sind die drei großen Bereiche, in denen wir uns immer bewegen, werden dann nach und nach durch ein moderiertes, durch ein begleitetes, durch ein geführtes Gespräch abgeklappert. Und ich merke, immer wenn am Anfang die Anspannung groß ist und das merkst du ja schon an deiner nonverbalen Kommunikation, an Körperhaltung, wenn das Ich höre dich anfängt, hören die Mandanten auf, nur geradeaus mit mir zu sprechen, sondern auf einmal wenden die sich einander zu, die drehen sich um und sagen, hast du das wirklich gesagt? Ich habe das nicht gehört. Ist das dein Angebot? Und dann kommt der Dialog in Gang. Und dann kommen wir in die Lösungsfindung. Und dann ist es auch oft, es ist ja nicht, dass wir eine Stunde zusammensitzen, sondern wir sitzen fünfmal 90 Minuten zusammen oder zehnmal 90 Minuten. Aber, und wie gesagt, es gibt Hausaufgaben zwischendurch. Ich habe auch immer Support über verschiedenste Kanäle, Zwischenschaltungen. Also ich begleite die Paare engmaschig, immer in einer ganz wertschätzenden, absolut neutralen Haltung. Ich werde niemals Partei ergreifen. Das liegt mir fern. Mir liegt es daran, diesen beiden Menschen zu einer Lösung zu verhelfen. Das ist mein Fokus und mein Ziel und meine Handlungsintention. Und wie gesagt, der Abschluss ist dann die Scheidungsfolgenvereinbarung. Ja, und du hast jetzt gerade diesen Moment, da hatten wir auch schon mal in unserem Kennenlerngespräch drüber gesprochen, dieses Ich höre dich. Kannst du das mal noch so ein bisschen, was ist davor der Zustand und wie kommt dieser Moment zustande dann, dass die sich wieder zuhören? Und ich finde es so schön, wie du das darstellst, dieses sich wieder zueinander zuwenden und überhaupt mal, ne, mit sich selber miteinander wieder ins Gespräch kommen. Weil das ist ja wahrscheinlich einer der magischen Momente sozusagen in diesen Ja, Begleitungen, oder? genau. Ich empfinde mich, glaube, dass tatsächlich der Mediator der Schlüssel ist und der Mediator in seiner Neutralität, andere hören lieber Allparteilichkeit, mir ist es, ich empfinde mich als neutral, wirke ich wie ein Katalysator. Und ich kann A, durch eine hohe Sprachkompetenz, gelernt, also auch durch die Mediatorenausbildung natürlich, durch eine gelernte Gesprächsführung, durch ein Reframing, durch Umformulierungen, durch aktives Zuhören, kann ich Vorwürfe rausnehmen, herausarbeiten, was ist wirklich gesagt worden, worum geht es im Kern, Ich-Botschaften umformulieren, gewaltfrei. Also es geht wirklich über Kommunikation, über Kniffe in der Kommunikation, dass das, was ich höre, auch bei der emotional involvierten Partei ankommt, aber bedürfnisgerecht ankommt und dass es ist ja oft ein Verschanzen hinter Positionen, die vertreten werden.
Und dieses Auflösen der Positionen und das Andocken, den Kontakt finden zu den Bedürfnissen, das ist der wichtige Punkt. Und sobald der eine sich in seinem Bedürfnis erkannt, gesehen, gehört fühlt, ist der Dialog ist wieder möglich. Und also ich stelle mir das auch so vor, dass da ja manchmal wahrscheinlich Paare sitzen, ne, die vielleicht was mit Affären, Betrug, also wirklich schwere Verletzungen auch irgendwie zu tun haben. Ist das noch, also ist das mehr so die Regel oder ist das irgendwie dann so ein Sonderfall, wenn die Fronten schon wirklich sehr, sehr verhärtet sind und vielleicht sogar statt Liebe Hass irgendwie im Raum steht? Wie kann man damit dann umgehen? Ja, das ist dann halt immer auch eine Frage der Mediationsfähigkeit. Und auch da hilft tatsächlich oft ein Zurückführen auf die Sachebene. Das Loslösen der Emotion oder das Zurückstellen der schweren Verletzungen und der Emotionen, um erstmal in eine Lösungsfindung zu kommen. Denn auf dem Weg der Lösung, ich kann das nicht heilen. Ich bin kein Therapeut. Also, ich kann diese Verletzungen nicht heilen. Das ist auch nicht meine Mein Job. Aufgabe. Aber ich kann die beiden begleiten zur Lösungsfindung hin. Und wenn ich über diese Lösungsfindung ein Stück Wertschätzung, ein Stück gesehen werden wieder an die Hand bekomme, kann ich weitergehen, um diese Verletzungen zu heilen. Mir ist es aber auch in meiner Arbeit mit meinen Medianten wichtig, dass die bei sich bleiben. Also nicht sagen, aber du hast die Affäre, du bist fremd gegangen, du hast mich betrogen, das hilft uns in dem Moment nicht, sondern ich muss bei mir bleiben und sagen, was hilft mir, um weitergehen zu können. Deswegen auch die Frage, was brauchst du, was brauchen sie jetzt? Worum geht es jetzt? Die Vergangenheit müssen wir hinter uns lassen. Die Vergangenheit lassen wir jetzt ruhen und wir sind jetzt an dem Punkt in diesem Moment ganz gegenwärtig. Wie sieht meine Zukunft aus? Wo will ich hin? Welchen Weg möchte ich gehen? Also meine Arbeit ist nicht rückwärts gerichtet, sondern positiv die Zukunft gestaltend. Ganz wichtig. Welche Vision habe ich für mein Leben? Welchen Weg will ich gehen? Was ist mein nächster Schritt und welche Unterstützung brauche ich im Moment von dir dabei, um loslassen zu können, um gehen zu können, um wieder auf eigenen Füßen laufen zu können? Das ist ja ein Prozess. Das ist so der Ansatz. Und wenn es ganz Schön. hochkonfliktär ist und ganz tiefe Verletzungen, muss ich für die tiefe psychische Aufarbeitung weiterreichen. Dann irgendwie noch mal, muss man dann noch mal weitergehen. Jetzt haben wir ja in unserem Kennenlerngespräch festgestellt, dass wir beide einen sehr ähnlichen Blick auf die Welt und auch auf das Thema Spiritualität haben. Magst du da mal noch so ein bisschen erzählen, was dein Blick vielleicht auf genau das Thema ist, Spiritualität, was das für dich bedeutet und inwiefern das dich auch motiviert, genau dieses Thema so zu begleiten und so in die Welt zu bringen? Ich finde das ganz, ganz wichtig und ich meine, und du auch nicht, das weiß ich, und ich meine mit Spiritualität auch nicht Esoterik und eine Form des Denkens und sich verbunden fühlens. Es hat für mich mit einer Neubewertung zu tun, mit einer großen Positivität. Ich kann das am besten an einem Beispiel benennen. Ich finde immer, oder ich wünsche mir, dass wir wegkommen von diesem, meine Ehe ist gescheitert. Das hat so was Katastrophales, was von Versagen, von am Boden liegen. Und ich würde mir wünschen, wir hätten eine Sicht auf die Dinge. Warum kann ich nicht sagen, diese Beziehung ist an dieser Stelle beendet oder besser noch vollendet. Unser gemeinsames Wachstum ist hier, wir können nicht weiter gemeinsam wachsen, es ist hier erreicht. Aber, und da kommt die Spiritualität und das Mindset ins Spiel, ich bin dankbar
für die gemeinsame Zeit, die wir hatten. Ohne dich wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Aller schlechten Zeiten oder gerade der schlechten Zeiten wegen. Thema Dankbarkeit, Thema Wertschätzung. Und ich finde auch immer, auch ich habe, ich bleibe bei dem Beispiel, diese 28 Jahre Ehe gelebt. War das mein schlechtes Leben? Es ist doch, ich muss deswegen, ich muss bei mir selbst bleiben. Auch ich habe diese Jahre gelebt. Auch ich habe diese Beziehung geführt. Auch ich habe meine Bedürfnisse vielleicht nicht gekannt, nicht formuliert. Ich finde diese Form der ach, hilf mir. Dieses Spiritualität. Mindset, danke. Mindsets hat, das beschreibst du auch so schön in deinem Buch, etwas mit ganz großer Bewusstheit, Bewusstwerdung, innerem Wachstum, persönlicher Entwicklung zu tun. Und das würde ich mir wünschen, könnten wir Beziehungen so betrachten. Wenn ich in Dankbarkeit gehen kann, dann kann ich loslassen, dann kann ich aber auch einen Blick für meine Zukunft, für meine Träume, für meine Weiterentwicklung, für mein bisheriges und mein zukünftiges Wachstum entwickeln. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat was für mich mit Friedensarbeit zu tun, im Kleinen, was ich aber auch, wenn ich dieses Mindset und diese verinnerlichte, diese inneren Werte, dieses Innerliche, diese Spiritualität habe, dann bringe ich das nach außen, dann trage ich das weiter, dann sind das meine Werte. Das finde ich so wertvoll. Also es ist für mich eigentlich der wohltuendste Ansatz, den ich finden konnte. Das ist auch so, so schön. Und ich glaube, das ist der richtige Punkt, auch nochmal die Kinder ins Spiel zu bringen, über die wir Ja. jetzt wenig gesprochen haben, obwohl unsere Hörerinnen ja in der Regel Mütter sind und ne, das ja wahrscheinlich ein Riesenthema ist bei Trennungen. Kannst du das mal so ein bisschen zusammenbringen, warum gerade dieser Blick auf das Thema Trennung so wichtig ist, wenn Kinder mit im Spiel sind? Also, der eine Ansatz ist natürlich, die Kinder verlieren ihre Welt, wenn die Eltern sich trennen. Ihre komplette Welt, in der sie sich bisher bewegt haben, die sie geprägt hat, die sie definiert hat, die Energie, in der sie gelebt haben, verändert sich. Und verändert sich, ich möchte es so sagen. Aber für mich ist der wichtige Aspekt, und da finde ich es ganz wichtig, die Kinder übernehmen ja ganz oft die Verantwortung für die Trennung der Eltern und übernehmen nicht begründete, nicht berechtigte Schuldgefühle. A, ganz wichtig, sprecht mit den Kindern, sagt, egal wie alt sie sind und wenn sie 3 sind oder 2, sagt ihnen, es liegt nicht an dir. Auch wenn sie es verbal noch nicht fassen oder zum Ausdruck bringen können, die wissen emotional genau, worum es geht. Die fühlen das, das sind Seismografen. Bitte sprecht mit den Kindern und sagt ihnen, es liegt nicht an dir und Mama und Papa haben dich unverändert lieb und wir sind beide für dich da. Für dich ändert sich außer der Wohnsituation nichts, was deine Eltern anbelangt. Und der andere Punkt ist natürlich, unsere Kinder bestehen zur Hälfte aus dir und aus dem Partner, also aus Mama und Papa. Energetisch setzt sich dieses Kind aus Mama und Papa auch biologisch und genetisch zusammen. Und wenn die Eltern sich so hochkonfliktär streiten, kommen diese Kinder automatisch in einen Loyalitätskonflikt mit sich selbst. Das heißt, ich muss mich gegen einen Teil, der in mir drin ist, gegen einen Teil, den ich liebe, in mir selbst entscheiden. Ich muss mich gegen meinen Vateranteil, für meinen Mutteranteil entscheiden und das macht was mit mir auf energetischer Ebene. Das macht was mit mir in meiner Selbstidentifikation. Das macht ganz viel mit mir als Kind. Und das würde ich mir wünschen, könnten wir durch wertschätzende, friedlicher gestaltete Trennungen vermeiden. Für die Kinder. Für die eine gute Weiterentwicklung der Kinder. Und wie toll ist es auch, wenn die Kinder später sagen können, meine Eltern haben sich so friedlich, so wertschätzend voneinander getrennt. Ich bin denen so dankbar dafür, dass diese Elternebene und unsere Beziehung erhalten bleiben konnte.
Und du darfst ja nicht vergessen, da stehen Großeltern mit drin, Geschwister, Onkel, Tanten, also eine ganze Familienstruktur, ein System. Und wie schön ist das, wenn dieses System weiter gelebt werden und kann in Dankbarkeit, in Wertschätzung, in Liebe und es sich nicht verknotet und verknuddelt, weil ich mich entscheiden muss für den Guten, gegen den Bösen, sondern ja, da man erkennt, es ist ein Veränderungsprozess, der viel mit Neudefinition zu tun hat und Umbildung. Ich finde es so schön und wichtig, und ich habe gerade ein paar Gedanken, die ich dazu teilen möchte. Also zum einen dieses, ne, das Kind besteht energetisch aus Mama und Papa, und dieser, ne, Loyalitätskonflikt, in das wir das Kind automatisch mit reinnehmen, wenn wir uns trennen, wenn wir im Krieg miteinander sind. Und ich glaube auch, es geht darum, nicht irgendwie sich nicht zu trennen, sondern eben im Guten, in der guten Energie zu trennen und diese Verbundenheit für das Kind trotzdem weiter bestehen lassen zu können. Das ist wirklich, glaube ich, so das Wichtigste, was wir da tun können. Und ne, da gehört sicherlich dieses, ne, was du begleitest, wie machen wir es, ne, organisatorisch und rechtlich und was auch immer, aber dann vielleicht wirklich auch sich weiter begleiten zu können, wenn da tiefe Traumata aus der Beziehung entstanden sind, ne, durch was auch immer, was da vorgefallen ist, dass man es bei sich heilen kann. Und mein großes Thema ist ja auch immer gerne mal Vergebung, ne, auch da wieder irgendwie, aber so, dass es am Ende im Frieden ist. Denn der weiterführende Gedanke dazu ist ja, und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, du hast eben dieses wunderschöne Wort Friedensarbeit schon genannt. Es geht ja nicht nur dann um diese kleine Kernfamilie, sondern, wie du gesagt hast, auch das ganze Großsystem außenrum, ne? Weil wenn Mama und Papa sich nicht verstehen, dann wird das Kind nicht nur zwischen Mama und Papa, sondern eben auch zwischen den Omas und Opas und Onkels und Tanten und Cousinen und Cousins und so weiter. Irgendwie, ne? Da geht es ja auf jeder Familienfeier, geht es dann irgendwie drum, können die nebeneinander sitzen oder nicht und können die miteinander reden. Das sagte letztens meine Tochter dazu, ne? Irgendwie weiß gar nicht aus welchem Zusammenhang, dass das so eine Zumutung letztendlich ist für Kinder, wenn sich die Eltern trennen, weil das immer weitergeht. Und jedes, ne, wenn das Kind irgendwann groß ist und heiratet, dann, ne, wenn es dann immer noch Zoff bei der Hochzeit gibt, kann ich beide einladen oder nicht, oder ne, Enkelkinder kommen dann irgendwann. Und diese ganzen Konflikte sind nicht geklärt. Es geht ja immer weiter, diese Spaltung, dieser Stress, dieser Streit. Und deswegen ist es so wichtig, was du sagst und was du tust und was du begleitest, das im Frieden zu gestalten. Und wenn wir jetzt noch eine Ebene höher gehen wollen, ne, auch darüber haben wir gesprochen, ist es ja auch noch rein energetisch gesehen, diese Friedensarbeit dann nicht nur für unsere Kernfamilie, die Großfamilie, sondern auch letztendlich doch für die ganze Welt irgendwie eine Energie, die wir da reingeben, oder? Absolut, bin ich bei dir. Und ich möchte noch eins sagen, diese Konflikte, die Trennungskonflikte, die nicht gelöst, sondern die so verhärtet, hocheskaliert enden. Und vergiss nicht, du nimmst die mit in deine nächste Partnerschaft. Das sowieso Du auch noch. kommst, du hast dieses Gepäck bei dir, du bist belastet, und das wird fort, das belastet auch die neue Partnerschaft, weil es genauso fortgeführt wird, wie du gesagt hast. Ja? Zur Konfirmation darf erst der Papa kommen und wenn der weg ist, die Mama. Ich übertreibe, aber du weißt, was ich Nee, das meine. ist, glaube ich, nicht übertrieben. Ich glaube Plus, tatsächlich, das gibt's. musst du sagen, ich habe mich letzte Woche zufällig mit einem Physiotherapeuten unterhalten, der sagte, ganz viele seiner chronischen Schmerzpatienten haben eben diese ungelösten, überwiegend bei ihm Erbschaftskonflikte oder Trennungskonflikte, die sich im Körper festsetzen und zu chronischen Schmerzen oder Schmerz erleben. Der Schmerz ist ja auch nicht weg. Er hat sich ja auch nicht gelöst. Und das, was du sagtest mit der Friedensarbeit, ich sehe das tatsächlich so, weil das ist eine kulturelle Frage. Ne? Wie kann ich mich, wenn ich kann nur bei mir im Kleinen anfangen, aber ich kann das weitergeben und ich kann das weiterreichen. Und ich finde, wenn ich gelernt habe, konstruktiv zu streiten, produktiv Konflikte zu lösen, kann ich das auch auf politischer Ebene. Und anscheinend haben wir das dort im Moment ganz verlernt, aber das ist nicht unser Thema. Nee, das würde jetzt tatsächlich zu weit, das Fass machen wir lieber nicht auf. Aber du hast Nein. natürlich recht, ne? Und ich finde es spannend, was du gerade sagst, weil ich glaube, nicht nur Schmerzen entstehen daraus, also sicherlich auch, aber ich glaube, ne, wenn so ein ewiger Groll, so ein ewiger
ne, so Macht eine was mit dir. Grundwut irgendwie da immer noch. Und egal, wo du das hinsteckst, irgendwie, das kannst du ja sogar, ne, da gibt es, was weiß ich, ich kenne es jetzt aus der Kinesiologie, dass du das sogar bestimmten Organen zuordnen kannst, wo dann die Wut irgendwie sitzt. Und wenn du das nicht auflöst, dann wirst du auch, also ich stelle mir das so vor, in meiner Welt ist das so, dass du dann auch wirklich erkranken kannst, weil du das nicht löst und weil das so eine Dauer, ich sag mal so Schleichstrom ist, ne, der dann irgendwie so dauerhaft da irgendwie Energie aus dir rauszieht und egal wie schön du dann vorübergehend meistens deine neue Beziehung lebst und ne, irgendwie, es bleibt und es schwächt dein System, es schwächt das Familiensystem und es schwächt letztendlich, ne, die ganze Welt. So, ist jetzt ein Ja, bisschen absolut. pathetisch, aber. Sehe ich genauso wie du. Das bleibt, das manifestiert sich, das erzeugt Krankheiten. Und wenn du dich mit Menschen unterhältst, die sind schon 8 Jahre wieder neu verheiratet oder länger, die erzählen dir immer noch von der alten Scheidung. Und das, also es ist, und das, ich glaube auch, ich hatte mal einige Jahre her ein Erbschaftsverfahren tatsächlich. Meine Mandantin hat eine Brustkrebserkrankung. Es war auch das schlimmste Verfahren, was ich jemals hatte. Danach habe ich gesagt, ich mache kein Erbrecht mehr, nie wieder. Aber die ist wirklich, wirklich schwer erkrankt darüber. Und auch diese Erkrankungsfälle bei den schlimmen Scheidungsverfahren sind keine Seltenheit. Ja, krass. Also das schlägt sich körperlich nieder. Das ist auch, wie du sagst, das manifestiert sich in was für eine Lebensenergie hast du denn dann? Also ich, ja, Ja. bin da ganz bei dir tatsächlich. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, was du tust, ne? Die Paare wieder an einen Tisch zu holen und ne, diese Brücken zu bauen, damit überhaupt dieses, ich bin immer noch bei diesem Moment, dieses, ich höre dich wieder, überhaupt mal, ne, so wichtige Momente, die du da schaffst, wenn sich die Paare das erstmal wieder anschauen und miteinander irgendwie wieder ins Gespräch kommen. Und ich glaube, es ist jeder, der irgendwie länger in der Partnerschaft ist und wahrscheinlich Kinder hat, kennt diese Momente, wo man denkt, oh, geht nicht Na mehr. klar. So, ne? Und wie gesagt, wir haben das auch schon durch. Und es, ne, manchmal gibt es immer wieder Momente, wo man denkt, so, will ich das wirklich noch so? Das bleibt in langjährigen Beziehungen nicht, das geht nicht anders. Ich Ja. glaube, das sind die Ups und Downs, die man, wenn man viele, viele Jahre miteinander zusammen ist, hat. Aber auch das trägt ja zu einer persönlichen Entwicklung und das sind in der Regel ja die Wachstumsphasen, die dann Genau. schwierig tatsächlich. Ja. Und es ist, ich finde, ich bin immer gut. Ich bin jetzt auch ein sehr treuer Mensch und 20 Jahre schon mit meinem Mann auch glücklich ja, zusammen. Aber ich finde immer, wenn man dann durch diese schwierige Phase durch ist, dann wird es nochmal richtig gut. Und dann trifft man sich nochmal auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen emotionalen Ebene. Und dann ist die Bindung nochmal tiefer. Also das lohnt sich, da durchzugehen Ja, tatsächlich. Nicht in ja. unserer Ehe. Es trifft jetzt auch nicht auf alle zu, aber es kann sich lohnen. So sollte ich Ja. das wissen. Ja, genau. Also ne, manchmal, wie gesagt, ich fand das so schön, auch wie du gesagt hast, manchmal ist dann so eine Beziehung auch vollendet. Also auch das Ja. kann man ja im spirituellen Sinne betrachten und sagen, okay, ihr habt euren Job zusammen gemacht, ihr seid Ja, durch diese richtig. Krise durchgegangen, um jetzt als ne, eigenständige Neuer Mensch, Persönlichkeiten ja. euch wieder ne, in die Welt zu entwickeln. Ich finde das so einen schönen Begriff zu sagen, diese Beziehung ist vollendet und nicht gescheitert, finde ich wirklich eins der wichtigsten Sätze, die du heute auch gesagt hast. Und ja, genau, ich bin ja mit meinem Mann jetzt auch, wir haben bald in einem Monat haben wir dann 25-jähriges Zusammenseins. Also auch, wir haben auch schon einiges erlebt und Ja. miteinander durch. Und ne, auch jetzt kommt wieder eine neue Phase mit irgendwie, ne, das erste Kind verlässt das Haus und irgendwie so meine zweite Lebenshälfte beginnt. Und dann, klar, das ist auch nochmal so, wo man hinschaut und sagt, ne, wie will ich es denn? Aber das ist halt der Prozess, zu sagen, auch wie will ich es denn jetzt haben? Ne? Ja, Was darf sich richtig. vielleicht auch in der Hinsicht nochmal irgendwie wieder verändern und neu gestalten? Und aber wie will ich es haben? Und das ist ja mal so mein Prozess, den ich gerne begleite. Und ja, Bettina, wie schön. Wenn jetzt irgendwie, und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere irgendwie jetzt hier sitzt und zuhört und sagt, okay, ich glaube, mein nächster Anruf geht an Frau Stock. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man dich erreichen?
Ich habe natürlich eine ganz tolle Website, Ja. bettinastock.de mit Bindestrich, ja, bettina-stock.de. Es gibt noch eine andere Bettina Stock, das bin ich nicht. Okay. Und da sind alle Kontaktdaten, also gerne telefonisch. Ich mache alle Coachings und Mediationen bundesweit online. Und von daher könnt ihr auch jederzeit gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen. Über meine Website ist da, könnt ihr alles erforschen und halt sind alle Cool, das hatte ich noch gar Kontaktdaten. nicht verstanden, dass du alles online machst. Also du arbeitest komplett Ich, online. hier im Raum Wiesbaden arbeite ich entweder hybrid oder tatsächlich auch offline. Ja. Genau, aber ansonsten biete ich Online-Mediation und Online-Coaching bundesweit Super. an. Genau. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut, dass man dich nicht nur in Wiesbaden rein kann. Super. Genau. Und die Webseite ist natürlich hier auch direkt in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn du gerade dich mit Trennungsgedanken trägst, dann ja, nimm dieses Angebot an und nimm dieses Erstgesprächangebot von Bettina an und kümmere dich darum, dass, wenn es wirklich so weit kommt, ihr das in Frieden miteinander hinkriegt. Ich glaube, das ist so die Botschaft von heute, ne? Ja, Trennung in Frieden. das ist die Botschaft. Genau, das wird der Titel des Podcasts. Gut, ich habe am Schluss immer zwei Fragen an meine Gäste, die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Für meinen Mann und meinen Sohn tatsächlich, also für die kleine Familie, die ich habe, bin ich sehr dankbar. Und so albern sich das anhört, aber ich bin sehr dankbar für meine innere Stärke und Resilienz, die ich tatsächlich habe. Das hört Das sich gar nicht hat albern an, aber. ganz oft schon gute Dienste erwiesen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gut, was man in sich kultivieren sollte. Und ich bin Ja. dankbar, also das auch tatsächlich, dass ich in Deutschland lebe, weil ich finde, dass wir hier sehr frei, sehr sicher, unglaublich komfortabel leben und das weiß ich sehr zu schätzen und das dafür bin ich wirklich dankbar. Ich finde, wir leben in einer tollen, in einem tollen, Stimmt. sicheren Land und wo Machen wir wir als auch. Frauen auch sehr frei sein können. Also ich finde, das schätze ich wirklich immer wieder sehr. Ja. Ja, das macht man sich tatsächlich zu selten bewusst, ne, in welcher privilegierten Welt wir hier Ja, unterwegs genau, sind. privilegierte Welt, so ist es. Ja, genau, ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese Erinnerung auch. Und meine Schlussfrage ist immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Das, was du in deinem Buch so schön gesagt hast, die Bewusstheit. Bitte, bitte, immer in der Positivität, im Hier und Jetzt sein, sich nicht von der Vergangenheit im Hier und Jetzt überwältigen lassen, sich seiner Glaubenssätze bewusst werden. Und ich finde es ganz wichtig, mal einen Schritt zurücktreten, durchatmen und die Situation von einer anderen Perspektive betrachten. Das ist, finde ich, für die Mamas, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und bei sich bleiben, bei sich bleiben, bei sich bleiben. Sich nicht in so einen Stressstrudel reinziehen lassen, bei sich bleiben. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung meines Buchs. Nein, Ja. aber du hast ja so recht und das kann man wirklich nicht oft genug sagen. Und das ist gerade, ne, wenn man es jetzt auf den Kontext Trennung bezieht, einfach auch nochmal so, so, so wichtig. Und ich bin sehr froh, dass du dich gemeldet hast bei mir, dass du mich angesprochen hast, ich mal so auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, weil das hatte ich echt so gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, dass wir da wirklich gerade ganz, ganz viel wichtige Informationen und Impulse daraus geben konnten zu diesem Thema. Vielen, vielen Dank dafür, Bettina. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei dir im Podcast sein konnte und über das tolle Gespräch. Alles Gute erstmal und bis bald. Alles Tschüss. Gute. Tschüss.